Gerade einen Bananen-Nusskuchen, vegan, und dafür brauchen wir Folgendes: 300 Gramm Dinkelmehl, 150 Gramm Rohrzucker, 135 Milliliter Rapsöl, 250 Milliliter Pflanzenmilch, da habe ich jetzt Sojamilch genommen, ein Päckchen Backpulver, Nuss-Nougat, in dem Fall veganes, und zwei zerdrückte Bananen. Das Rezept ist ziemlich einfach, weil jetzt brauchen wir nur noch alles zusammenkippen. Das Mehl, den Rohrzucker, Backpulver, Öl und Milch. Das rühren wir jetzt erstmal durch. Noch die Bananen. Das Nougat habe ich in so Stückchen gemacht, das wird dann einfach untergehoben. In die Backform kommt jetzt noch ein bisschen Eisern. Aber nicht so. Und den Teig füllen wir jetzt einfach rein. Und jetzt geht das Ganze für eine Stunde lang bei 180 Grad in den Ofen. Die Wartezeit kriegen wir auch irgendwie rum. Und so sieht er dann fertig aus. Ich muss noch ein bisschen garnieren.